Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Grade. Heute klären wir endlich die alles entscheidende Frage, nämlich wie kriege ich die Glasscheibe an meinem Gasgrill wieder sauber? Und dafür steht uns hier der Rösle Videro G4S in der Nero-Version zur Verfügung. Und diese Glasscheibe, die hat viel mitgemacht. Die hat mariniertes Fleisch mitgemacht, die hat das Smoken im Gasgrill mitgemacht. Und das sind so die zwei Hauptgründe, warum die Scheibe irgendwann nicht mehr durchsichtig ist, sondern komplett zu. Und wie man die wieder sauber kriegt, das klären wir in diesem Video. Los geht's! Von vielen Herstellern mit Gasgrills ohne Glasscheibe wird immer wieder als Kritikpunkt bei anderen Herstellern angeführt, dass so eine Glasscheibe ja gar keinen Mehrwert bringt, weil wenn die einmal zu ist, dann kann man da eh nichts mehr durchsehen, dann kann man sie auch von Anfang an weglassen. Diesen Kritikpunkt sehe ich so nicht, weil wenn ich eine Glasscheibe habe, dann habe ich die Möglichkeit, in den Grill reinzugucken und wenn die zu ist, habe ich die Möglichkeit, die zu reinigen. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie viele sich das vorstellen. Das ist an sich total simpel und einfach. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich euch jetzt Schritt für Schritt. Sollte meine Anleitung hier in dem Video dazu führen, dass eure Glasscheibe bei eurem Gasgrill ganz einfach und super sauber wird, dann lasst doch bitte ein Abo da. Erstmal schauen wir uns jetzt die Ausgangslage an. Ihr seht hier wirklich, die Scheibe ist komplett zu. Von außen spiegelt das immer so ein bisschen, aber wenn man sich die Scheibe mal von innen ansieht, dann sieht man wirklich, was da für ein Belag drauf ist, den man irgendwie wieder runterkriegen muss, ohne dass einem die Scheibe zerkratzt. Und deswegen werden wir das heute ohne jeglichen Schwamm machen, ohne jeglichen Schaber und so weiter, sondern wir werden nur einen Reiniger benutzen und den mit einem gewissen Trick aufbringen, mit einer bestimmten Methode, und danach werden wir den mit einem Zewa abwischen. Und als Bonus zeige ich euch dann nochmal einen Trick, wenn ihr zum Beispiel keinen so starken Grillreiniger habt, wie ich den jetzt hier habe, wie ihr das auch mit einem anderen Hausmittel eventuell in den Griff bekommt. Weil das Ganze eine schmutzige Angelegenheit ist, empfehle ich euch, euch Handschuhe anzuziehen. Ich ziehe dafür einfach meinen Marinadenhandschuh an. Da weiß ich, die schützen mich vor dem Schmutz. Die sind stark genug, damit irgendwelche mechanischen Einwirkungen die nicht direkt zum Zerreißen bringen. Und die schützen mich auch gleich vor dem Grillreiniger. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sicherheitshinweise sind nie zu vernachlässigen, wenn man mit Grillreiniger oder Backofenreiniger reinigt. Das ist wirklich sehr ätzendes Zeug, egal welchen man da nimmt. Ich nehme immer gerne den Dr. Becher. Der hat bei mir immer die besten Erfolge erzielt. Vielleicht gibt es auch noch andere sehr gute oder vielleicht sogar bessere Reiniger, die ich noch nicht kennengelernt habe, aber aktuell kann ich euch den Dr. Becher wirklich wärmstens empfehlen. Mit dem Hinweis, zieht Handschuhe dafür an und sorgt dafür, dass der Dr. Becher auch sonst nicht auf eure Kleidung oder auf eure Haut kommt. Für alle weiteren Sicherheitshinweise schaut einmal auf die Verpackung selbst und ich hoffe, ihr seid alt genug, damit ihr wisst, falls ihr Kinder habt, den nicht in Reichweite von Kindern aufzubewahren. Wenn wir jetzt mit Handschuhen ausgerüstet sind, bauen wir unser Kernthermometer aus, denn das sollte nicht mit dem Reiniger in Berührung kommen, und danach nehmen wir die Roste aus dem Grill raus, denn auch das, was vom Reiniger nachher eventuell runtertropft, soll auf die Roste nicht drauf kommen. Flammschutzbleche lassen wir allerdings drin, weil das soll auch nicht auf die Brenner direkt tropfen. Die Flammschutzbleche, die können das gut ab. Jetzt ist der Grill schon fertig vorbereitet und wir nehmen uns unseren Grillreiniger und als kleinen Trick, wir nehmen Frischhaltefolie, denn wir werden jetzt mit dem Grillreiniger die Glasscheibe einmal einsprühen. Mit der Frischhaltefolie, die wird dann durch den Grillreiniger auch gut daran halten, das Ganze einmal bedecken und den Grillreiniger dann einwirken lassen, so lange wie der Grillreiniger, den ihr nutzt, eben auch braucht. Das steht immer auf der Verpackung drauf. Beim Dr. Becher dauert das Ganze nur 5 bis 10 Minuten. Falls ihr den kaufen wollt und den Kanal hier ein bisschen supporten wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch den zum Toppreis. So eine Scheibe hat natürlich zwei Seiten. Wir fangen jetzt mit der inneren Seite an, die ist immer am stärksten verschmutzt. Nachdem die dann mit dem Reiniger eingesprüht ist und mit der Frischhaltefolie bedeckt ist, dann machen wir die Haube zu, allerdings nicht ganz. Da kommt nochmal ein Trick ins Spiel und danach sprühen wir auch die Scheibe von außen einmal ein. Der Trick ist nämlich, wir halten den Deckel jetzt so halb offen mit einer Küchenrolle. Die hat die perfekte Höhe, damit wir jetzt hier beim Rösle wirklich eine gerade Fläche haben, wo jetzt der Reiniger nicht irgendwo runterlaufen kann. Trotzdem wird euch was hinten den Deckel runterlaufen und ich empfehle euch, hinten auch nochmal eine Bahn mit Frischhaltefolie auszulegen oder mit Küchenpapier, damit ihr dort den Reiniger, der runtertropft, auffangen könnt und der euch nicht die Fliesen versaut oder was auch immer. Jetzt, wo die Scheibe waagerecht ist, haben wir nämlich auch die Möglichkeit, die Scheibe von außen zu reinigen. Dafür können wir auch wieder unseren Grillreiniger nehmen oder ihr nehmt einen anderen Reiniger. Von außen haben wir nicht so starke Verschmutzung, dass wir den zwingend bräuchten. Wenn wir ihn aber jetzt schon mal haben, nutze ich ihn dafür auch. Nach 10 Minuten Einwirkzeit oder der Zeit, die euer Grillreiniger eben braucht, werden wir jetzt einfach mit einem Zewa oben alles einmal abwischen, unten die Frischhaltefolie entfernen, unten alles einmal abwischen und dann sollte die Scheibe eigentlich komplett sauber sein. Mit dem Dr. Becher bin ich mir sicher, dass das sehr gut klappt. Ihr seht ja gleich das Ergebnis. Und falls es noch irgendwo dreckige Stellen geben sollte, gibt es nochmal einen Geheimtipp. Was sagt ihr? Das Ergebnis ist doch wirklich mehr als zufriedenstellend und trotzdem kann ich jetzt noch einen draufsetzen.
Erstens, wir haben klitzekleine Punkte von richtig hartnäckigen Verkrustungen, die jetzt noch nicht weg sind. Dafür zeige ich euch einen Trick, wie auch die weggehen. Die stören aber eigentlich gar nicht. Vor allem sind die meist im Bereich des Thermometers, wo sich das richtig reinbrennt. Und da ist dann nachher das Thermometer drüber. Das heißt, die beeinträchtigen die Sicht auch nicht. Trotzdem, wenn ihr die loshaben wollt, zeige ich euch jetzt wie. Und zweitens, wir haben bei so einem Reiniger auf Glas natürlich immer Schlieren nachher. Wir können jetzt nochmal den Feinschliff machen mit einem Glasreiniger und jetzt noch mit einem Glasreiniger das Ganze streifenfrei reinigen und dann ist die Glasscheibe wie neu. Bei dem Tipp mit dem Hausmittel handelt es sich um Asche. Nicht jeder Gasgriller hat Asche zur Verfügung und ich halte Asche jetzt auch nicht für ein Wundermittel. Ich würde sogar sagen, der Dr. Becher ist der Asche auf jeden Fall überlegen in puncto Reinigung, aber so ein paar Punkte kann ich einfach mit dieser groben Struktur der Asche nochmal so ein bisschen besser wegkriegen. Allerdings auch nicht alles. Wenn ich wirklich richtig hartnäckige Einbrennungen habe, die auch der Dr. Becher nicht hinkriegt, dann schafft die Asche da auch nur einen Teil von oder vielleicht auch gar nichts davon. Das heißt, wenn ihr nachher im Bereich des Thermometers einfach nochmal so ein paar Pünktchen habt, ist es meines Erachtens dann auch egal. Die bleiben bei mir immer dran. Mir ist nur wichtig, ich kann durch die Scheibe durchgucken. Und ganz ehrlich, wenn man diese Scheibe nicht als sauber bezeichnet, dann weiß ich auch nicht weiter. Kurz zur Erklärung für die Asche. Nehmt euch einfach ein Küchentuch, ein bisschen Asche auf das Küchentuch drauf, beziehungsweise mit dem Küchentuch in die Asche tupfen und dann richtig über diese hartnäckigen Flecken drüber reiben. Was damit dann noch runtergeht, geht runter. Was damit nicht runtergeht, das bleibt dann halt drauf. Wenn alles wieder zusammengebaut ist, die Roste drin liegen, dann müssen wir den Grill jetzt nur noch ausbrennen. Das heißt, einmal alle Hauptbrenner volle Pulle hochheizen für eine halbe Stunde, vielleicht auch 20 Minuten, aber halbe Stunde seid ihr auf Nummer sicher. Und dann könnt ihr wieder grillen und habt eine saubere Scheibe. Wenn euch auch interessiert, wie ihr den gesamten Grill grundreinigt und der bräuchte auch mal wieder eine Grundreinigung, dann schaut mal auf dem Kanal vorbei. Ich habe euch bereits 2-3 Videos dazu gemacht, wie ihr das auf dem Balkon machen würdet, wie ihr das generell machen könnt, wie ihr den Grundputz machen könnt und wie ihr den Grill jedes Mal nach dem Grillen reinigen solltet, beziehungsweise vor dem Grillen reinigen solltet. Wenn euch die Art und Weise, wie ich Dinge erkläre, gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen und natürlich ein Like und ein Kommentar hilft einem YouTuber immer sehr. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen und gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!